Hallo und recht herzlich willkommen zurück zu Dark Souls 3, der mittlerweile schon 71. Folge jetzt. Und, liebe Leute, ich glaube, wir nähern uns so langsam jetzt dem Ende. In der letzten Folge haben wir den Nameless King gelegt. Danke da nochmal auch an das kaiserliche Let's Play, der mir da so ein bisschen die Taktik auch noch ein bisschen verraten hat. Ging recht gut und flott, muss ich sagen. So, und jetzt werden wir mal die letzte Asche auf den Thron rauflegen. Die habe ich ja noch nicht draufgelegt gehabt, aber die werden wir jetzt machen. Schauen wir mal, was das für ein Thron war. Ich glaube, der hier war es sogar. Ah, ne, hier liegt sie schon drauf. Da liegt sie auch drauf. Ah, das ist... Ah, okay, das ist der ganz da oben, glaube ich, ne? Der müsste das sein. Schnell, schnell, schnell. Und dann schauen wir mal, was passiert. Fürsten Asche darbieten. Ah, wir sehen schon, unsere Schreinmaid hat bewegt sich. Schreibt mir auf jeden Fall mal in die Kommentare, wollt ihr den NG Plus Durchgang noch sehen? Ich habe ja noch, ja, nicht mehr viel, aber ein bisschen noch was zu tun. Wenn ich wieder die Platin-Trophy erreichen. Mal schauen, ob ich schaffe. Ich hoffe schon. Schreibt einfach mal rein, ob ihr das sehen wollt oder ob ihr andere Projekte sehen wollt. Ich hätte jetzt noch The Witcher, Blood and Wine dann zur Auswahl. Okay, schauen wir mal, was sie zu sagen hat. The five lords sit their five thrones. All thanks to thee, most worthy of lords. Ashen One, with the Lords as thy witness, bend thy knee afore the bonfire's coiled sword, and let the Lord's embers acknowledge thee as their true heir, a true Lord, fit to link the fire. Hä? Achso. Ashen One, may I pose thee a question? Natürlich. Has the little Lord Ludloth spoken to thee of any curious matters? I sense that he possesseth some knowledge of a thing once most precious or most terrible, now lost to the firekeepers. Pray tell, is it a matter of which I should be apprised? Keine Ahnung, weiß ich doch nicht. Augen der Feuerhüterin hergeben. Machen wir das mal. Hoffe, das ist kein Fehler, was ich jetzt mache. Egal, ich mach's jetzt einfach. Ashen One, are these... Are these eyes? How gracious of thee, Ashen One. So bin ich zu dir. We firekeepers have been missing. Aufsteigen können wir nicht. Genau, da fehlen uns ein paar Seelen. So, sie hat ja gesagt, ich soll hier vor dem niederknien. Ja, okay, steht sie schon da. Noble Lords of Cinder. The fire fades. And the lords go without thrones. Surrender your fires to the true heir. Ja,
Let her grant death. To the old gods of Lordran, deliverers of the first flame. Boah, Gänsehaut, Leute. Aber ich glaube, es ist jetzt der Schluss. Ofen der ersten Flamme. Leuchtfeuer entzünden. Okay. Bin ich denn hier überhaupt? Ich sehe überhaupt nichts. Ach, da geht's raus. Achso, das ist praktisch unser Feuerbandschrein. Okay. Oh mein Gott, wo bin ich denn jetzt? Hammergeil, schaut das aus. Zur Mitte des Ofens gehen. Ich gehe jetzt da nicht hin. Ich will jetzt erstmal schauen, gibt es hier noch was? Okay, warte mal, kann man hier runter? Ne, ich glaube, da sterbe ich. Okay. So, ich werde jetzt auf jeden Fall mal. Der Silberkatzenring kommt jetzt auf jeden Fall mal raus. So, was tun wir denn jetzt rein? Maximal TP. Ich werde, glaube ich, den mal reintun. Die Geschicklichkeit. Okay. Aber mache ich ein bisschen mehr Schaden. Sind doch 5 Geschicklichkeitspunkte mehr. Und jetzt werden wir mal zur Mitte des Ofens gehen. Ich denke mal, dass jetzt der Endboss kommen wird. Ofen der ersten Flamme. Sehr gut. So. Leuchtfeuer entzünden. Okay. Schauen wir weiter. Okay, Leute, ich würde sagen, Boss-Time in Dark Souls 3. Schauen wir mal, was wir jetzt da anstellen bei dem. Da ist er schon. Okay, der macht gut, aber wir auch. Ein Schlag reicht, glaube ich.
Ah, macht Magie, okay. Bah. Nein, immer trifft er mich, wenn ich meinen Trank nehme. Boah, Penner. Boah. Lass mich in Ruhe. Scheiße. Okay. Ja, aber es sah doch gar nicht so schlecht aus. Probieren wir gleich nochmal. Ich muss jetzt schnell mal mit den Ringen schauen. Das gefällt mir. Maximale Belastung, erhöht TP. Das mache ich jetzt mal raus, weil den brauche ich nicht mehr. Werden wir die. Das hier erhöhen und werden mal schauen, ob wir jetzt noch. Das noch funktioniert, dass wir das Schild nehmen. Lalalala, wo ist das? Wo ist es? Haut sogar noch hin. Sehr gut. Boah. Ei, 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 ei. Jetzt aber jetzt. Hör doch mal auf hier. Geh mal zu früh aus der Deckung raus. Boah, was hat denn jetzt das Ding? Nein, da kannst du nicht heilen hier.
Mann! Alter! Erste Phase, Hammer. Nur noch eine Estus, ich glaube, das wird nichts. Oh, was ist denn da los? Kannst du mal aufhören? Ja, es war klar. Nein! Okay, Leute, ich würde mal sagen, das war's jetzt mit dem Kapitel schon. Und mit dem Boss, das werde ich euch zusammenschneiden, weil ihr braucht ja nicht meinen ganzen Tode anschauen, sag ich mal. Würde ich mich freuen, wenn ihr nächstes Mal wieder einschaltet. Oder wenn ihr mir auch ein Abo da lasst. Und ansonsten sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ciao, euer Andi.